Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Mann, also jetzt, wenn ich mir das Ganze hier so anschaue, wir haben ja ordentlich Dreck hinterlassen. Das ist ja der Wahnsinn. Machen wir auch gleich mal weg, weil ich sagte ja schon das letzte Mal, dass ich dieses Mal den Dreck hier aufräumen will, bevor ich dann wieder auf Tour gehe. Und nicht wie beim letzten Mal ebenso in letzter Minute dann beim Zurückkommen, sondern einfach mal direkt, wenn das Ganze vorbei ist. Sieht halt schon echt schlimm aus, das Ganze. Oh, hier ist ein Gesicht. Nice. Das habe ich noch gar nie bemerkt. Slap in the face. Das ist wirklich ordentlich. Die haben also richtig gewütet. Ah, das werden wir alles hier wieder ein bisschen aufbauen und räumen das Ganze. Also richtig wieder fett machen. Hier ist wieder ein Gesicht. Ria glaubt das Ding hier mal schnell. Also Ausbeute von der Magnum her, naja, SMG Barrel, naja, das ist jetzt irgendwie, war alles nicht so das Wahre. Ich dachte mir eigentlich, ich habe zwar wieder, konnte ich das meiste nicht looten an Cops und an Feral Zombies, aber eigentlich finde es jetzt nicht so super tragisch. Denn wir haben ja hier eine schöne Stadt gefunden, in der wir noch ein bisschen fertig looten wollen. Außerdem bin ich ja hier schon mit Level Homich Tod 33. Also vom Lootglück sollte es inzwischen ein bisschen besser sein. Also werden wir da demnächst dann auch mal ein paar bessere Sachen finden, glaube ich mal. Das war mal richtig. So richtig große Menge Zombies, was da waren. Und vielleicht wird dann auch in der nächsten Stadt, dass ich dann ein bisschen noch Scrap Metal kriege, dass ich hier noch ein bisschen die Woodlock Spikes auch zur nächsten Stufe noch ausbauen kann. Da gibt es ja noch eine Stufe. Aber so weit möchte ich das, wie gesagt, hier noch ein bisschen wieder alles reine bringen. Was leider nichts geholfen hat, ich dachte eigentlich, dass die hier drauflaufen, dann auf die Spikes und dann passt es. Ist anscheinend leider nicht so. Aber ansonsten, also Cobblestones kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein sehr geiles Baumaterial. Schleicht auch noch der Zombie Karl um das Haus herum. Wir werden hier jetzt ein bisschen aufräumen, aber dann auch relativ schnell in die, wie hat es der Ermann benannt, ländliche Hauptstadt. Davor würde ich aber gerne noch die Kartoffeln ansehen. Genau, das wäre mal wirklich cool. Denn die Kartoffeln, wir wollen hier uns ja auch irgendwann was Nettes zum Snacken mal zubereiten. Ah, genau. Überlebt Zombie-Apokalypse, stirbt an eigener Dummheit. Die schauen soweit relativ fit aus. Das Mauerwerk sieht relativ fit aus. Da wäre ich noch ein bisschen mit dem Cobblestone Rocks, was ich noch habe, hier die Mauer wieder auffüllen müssen. Aber an und für sich nach wie vor geiler Bau. Wenn man sieht hier, die sind eigentlich, haben sich alle hier ums Eck konzentriert. Das einzige Problem ist immer, dass die leicht zu viele sind insgesamt.
das natürlich erschwert, die gezielt aufs Korn zu nehmen. Und die Klappen, die buggen immer noch ein bisschen rum. Was wollte ich? Nehmen wir mal hier noch die Woodlock Spikes mit. Dosenfutter man nicht, aber trinken könnten wir eine Runde. Oh, das sieht doch schon mal besser aus. Nehmen wir wieder mit hier ein bisschen. Waffenöl. Boah. Immer eine Garden Hoe. Dass ich die Kartoffeln gleich mal hier draußen irgendwo anpflanzen kann. Hier ist ja fruchtbare Erde, glaube ich. Was haben wir sonst noch? Brassstone, Egg. Egg könnte man mit nach oben nehmen. Moldy Bread genauso. Ja, das habe ich hier eigentlich gar nicht so gebraucht. Die Pickaxe nehmen wir natürlich wieder mit und lassen die Magnum hier. Also Munition habe ich ordentlich verbraucht. Das waren glaube ich 50 Schuss und sehr viele Schuss für den Crossbow. 711, 11 Stück habe ich noch. Das ist ja gigantisch. Nehme ich aber mal mit, falls sowas mit den Hunden später passieren sollte. Cobblestone Rocks. Ja, das. Ein bisschen blöd. Muss ich nachher sowieso noch mal rein und die Hoe hier wieder einpacken und dann packen wir das. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit. Das ist ganz nett. Natürlich möchte ich die Zeit wieder nicht vertun. So, dann baue ich mir da hinten ein kleines Feld, hätte ich gesagt. Wie das andere, genau. Weil die Kartoffels, die muss man ja hier auf schönen Ackergrund setzen. Jetzt nicht wie bei mir normal, dass man hier den auf irgendeinen Mist drauf setzt. Ich nehme jetzt mal die Stone Axe rein, weil die wesentlich schneller ist. Wenn man das Zeug trifft. Das Wetter hier in Arizona ist schon bescheiden. So, das ist ja richtig beruhigend hier ab und zu. Mal so ein bisschen wieder aufbauen und schön Acker bauen. Kommt man gar nicht mehr in der Zombie-Apokalypse dazu, hier mal die innere Mitte zu finden und dann die Ruhe hier einen schönen kleinen. Ins kleines Feld anzusetzen. Hört man schon wieder. Was natürlich sehr geil ist, weil ich habe keine Bolts mehr. Wo ist die Kartoffel jetzt hingeflogen? Ja, hier die alten Rumtreiber. So, gleich ein von Latzi. Runter vom Rasen. Ich schätze, wir werden hier leider nicht vor dem nächsten Tag wegkommen. Wobei, naja, ich könnte wieder so just in time rüberlaufen. Ach komm. Ja, den kannst du behalten, den Schmarrn hier. Meine Kartoffels ansetzen. Knurr du nur. Wehe, die wachsen hier nicht, aber dann. So. Die Woodlocks draußen hin. Dass die immer auf die eine Seite hier gehen. Insgesamt vom Haus. Die gehen hier immer auf die linke Seite. Naja,
Solange es hält, soll es mir recht sein. Könnte ich demnächst, könnte ich das noch trichterförmig ein bisschen anbauen und ja. So, dann tun wir hier rein. Das garstige Zeug, Papier. Ach, hier wären sogar noch Arrows drin. Oh, Wellness ist gestiegen. Den Glue nehmen wir mal nicht mit nach oben. Cobblestone Rocks pflanzen wir hier rein. Waffenteile nehmen wir alles mit nach oben und das Lab auch, glaube ich. Und hier das Brass. Ansonsten sieht es relativ fein aus. Die Garden Hole lassen wir mal herunten. Bier braucht man, Repair Tool braucht man gerade nicht. Woodlocks, ja, da könnte ich ein paar Woodlocks Spikes noch machen. Aber wir werden jetzt schön nach oben kurz in die Bude, weil ich muss noch was essen. Und ich sollte dann auch endlich mal schauen, dass ich da eine Nahrungsquelle auftue, beziehungsweise ich könnte ja noch ein bisschen. Raschel, raschel. Also die mit ihrer wahnsinnigen Vorahnung. Ich könnte noch ein bisschen Mais ansehen und mir dann dieses madige Maisbrot machen. Ist ja besser als nichts eigentlich. Lasst mich doch in Ruhe. Kann ich mal ein paar Gläser mitnehmen? Das ist jetzt doof. Ist jetzt wirklich doof. Ich jetzt gar nicht hier das Rotting Flash weg. Da, 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 da. 50 Gläser. Ah, okay, er hat noch mal ein paar Gläser aufgenommen. Ruhe hier. So, überall sind die schon wieder unterwegs. Das ist ja gigantisch. Ist jetzt ein bisschen blöd mit den Gläsern. Da hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Aber so ist es halt. So ist es nun mal, wenn man nicht aufpasst, dann wird man auch direkt bestraft. 17 Uhr haben wir. Wir haben noch Zeit. 5 Stunden. Da werde ich es nicht bis zur anderen Stadt hochschaffen, glaube ich mal schwer. Ganze Gläser rein. Okay, wir haben genug, also da brauchen wir uns gar keine solchen Sorgen machen. Hier hätte ich auch noch Glas und das Ganze. SMG Barrel, das können wir scrappen, okay. Dich Torfkopf, ich hätte eigentlich 68. Eigentlich drüben die Magnum zusammenbauen können. Ich hätte die Magnum zusammenbauen können und dann dementsprechend schauen. Wie geht eine Magnum? Oh, so nicht hier. Der 68, das Ding wollten wir noch ein. Genau, ich wollte ja die Teile in die andere Magnum reinbauen, ich Dorftrottel. Aber auch wieder eine gelbe. Nein, ich will doch nicht chatten. Machen wir hier die Magnum rein. Das Ganze können wir scrappen. Dementsprechend Pumpgun Stock Hunting Rifle. Da haben. Das kann ich auch scrappen. Eine zweite brauche ich nicht.
Mit 55 nehmen wir das hier. Hunting Rifle Parts nehmen wir aber. Die lilanen natürlich. Hunting Rifle Stock. Wir könnten schon eine bauen, wir können es aber an und für sich nicht. Pistol Receiver weg. Shotgun. Stock, da haben wir hier nochmal einen. Den können wir verheizen. Wo ist er? Oder? Ach, den habe ich ja direkt gerade vorhin rein erst. Wir uns ein bisschen Scrap Metal wieder machen. Lauter tolle Waffenteile. Ermon wird sich ausflippen. Okay, wie? Das gibt gar nicht. So, hier der Basket. Wir haben drüben, glaube ich, die ganzen Batterien drinnen. Obwohl die Bread, wir können, glaube ich, schon Antibiotika herstellen. Ich habe doch da letzte Mal irgendwas gelesen. Ah ja, wir brauchen unbedingt Schweinefleisch. Das ist schon mal klar. Rust könnten wir schon unendlich viel machen. Lead hätten wir auch für hier Munition und das Ganze. Da, 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 da. Ich bin gerade ein bisschen geschädigt, scheint mir von Empyrean, weil ich die ganze Zeit hier versuche. Ah, wir hätten das fast weggeschmissen hier. Drei Scrap Metal. Gigantisch. 3 Stunden haben wir noch. Ich wollte aber mal schauen, hier Hunting Rifle. Haben wir immer noch nicht. Dann Bullet. Genau, das können wir alles machen, aber wir können noch keine Chasings oder Casings. Kann ich eine Mold? Kann ich nämlich auch nicht. Da kann ich noch gar nichts machen. Okay, wir sind ausgerüstet. Ich würde es fast riskieren. Oder haben wir noch Schnaps da? Haben wir Schnaps? Wir haben sogar Schnaps. Da nehme ich mir mal 2. Mal einen reinpfeifen und dann direkt durchlaufen. Hätte noch Mais anziehen sollen. Könnt ihr zeitlich noch hinhauen, dass wir noch pünktlich oben ankommen? Es ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Hätte ich jetzt schauen müssen. Ich glaube, ich bin beim letzten Mal 2 Stunden zuvor losgelaufen. Dann müsste ich mal rausfinden, wo der Ermon gemeint hat, dass ich hier gucken soll, in Bezug auf Höhle. Da hat er geschrieben, schau parallel zur südöstlichen Straße, parallel zur östlichen Straßenführung 25 Meter weiter, beziehungsweise zur westlichen Abgangsstraße, hau mich tot. Ja, da muss ich noch gucken. Also das habe ich nicht so ganz in der Kürze überrissen, wo das sein soll. Wenn man guckt, also so Iron Ore Felsen, da ist noch richtig, richtig, richtig was da. Wenn im Nachhinein finde ich es gar nicht mal so schlimm. Oder wie ich gesagt habe, dass es hier so verdammt wenig Iron gibt. Stimmt eigentlich gar nicht so. So, wo muss ich eigentlich lang? Ah, passt so ungefähr. Leicht rechts halten. Ja, okay. Es gibt eigentlich gar nicht mal so wenig Iron. Es ist halt hier sehr weit verstreut, beziehungsweise es kommt einem nur so verdammt wenig vor, weil man täglich so sau wenig schafft, weil andauernd hier die Zombie-Horden durchmarschieren und das ist ja besser. Genau, man schafft hier so verdammt wenig. Deswegen bildet man sich ein, immer, dass man, oh, ich finde ja nichts hier und da und sonst was. Ist aber eigentlich gar nicht mal so schlimm, wenn man denkt, was man hier an Waffenteilen findet. Das ist schon echt viel. Wir kommen sogar noch in der Stadt rechtzeitig an, glaube ich. Ich müsste nur kurz gucken, in welcher. Duffelbeck.
war ich ja, glaube ich, schon. Genau, Waffenteile findet man nämlich verdammt viel, finde ich irgendwie. Und ich glaube sogar noch, dass in der ersten Stadt, wo ich war, dass da noch die ganzen Tresore in den Kellern, die habe ich ja eigentlich gar nicht alle durchgesehen. Was natürlich ein bisschen nachlässig ist, aber wir hatten ja keine Zeit mehr dafür und im Nachhinein schaut man dann doch eher, dass man komplett neue Häuser findet, weil man dann natürlich von oben nach unten durchgeht und dann wesentlich noch mehr an Loot findet. So, wir sind gleich da. Der Snaps war wunderbar. Wir haben auch wieder 101 Bolzen, das ist auch sehr schön. Und wir werden uns schnell mal wieder in dem ersten Haus verziehen, wo wir auch das letzte Mal schon gemacht haben. Mannchen! Abstehen. Ah, das erwischen wir nicht mehr. Wie, das ist hier. Habe ich da irgendwas verpasst das letzte Mal? Oh, perfekt, das war wieder mal Ziellandung. Wie immer. Ziellandung wie immer. Na, die Stühle könnten wir eigentlich mal wieder so, oh, vorsichtshalber mitnehmen. Ja, da haben wir es schon wieder geschafft. Es ist auch die Folge schon wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn es weitergeht bei 7 Days to Die. Ciao, macht's es gut.